Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht es, ich bin wieder in meinem Gaming-Zimmer und habe euch auch versprochen gehabt, dass es mehrere Videos zu diesem Gaming-Room hier geben wird, bis wir alles aufgebaut haben. Und ihr seht es schon, beim letzten Mal hatten wir ja das Setup fertig gemacht. Ich werde euch unten in die Infobox auch nochmal eine Playlist verlinken, wo ihr jedes Video zu diesem Gaming-Room hier finden könnt. Denn viele von euch stellen mir immer irgendwelche Fragen. Wie hast du dies gemacht? Was hast du da benutzt? Und diese ganzen Sachen sind in den anderen Videos erklärt. Also schaut einfach in die Videobeschreibung. Da ist die Playlist. Das heißt, glaube ich, neues Haus und Gaming-Room oder sowas. Einfach auf den Link klicken und da findet ihr dann alle Videos zu meinem Gaming-Room. Auf jeden Fall, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir ja hier das Setup fertig gemacht, die PCs stehen, die drei Monitore stehen und ich habe mich auch dafür entschieden, ich werde das so stehen lassen. Ich habe die PCs nochmal ein Stück nach vorne geschoben und jetzt kann man auch viel besser einfach in das Gehäuse reinschauen. Fühle ich auf jeden Fall extrem. Was wir auf jeden Fall auch bald noch machen werden, wir werden so ein kleines Corsair-Update machen im Case. Das heißt, wir werden RAM ändern, wir werden Lüfter ändern, wir werden so ein bisschen RGB-Beleuchtung noch von Corsair bekommen und alles hier verbauen für den PC und für den PC und irgendwann vielleicht sogar mit dem lieben Senchili zusammen auch, wenn ich mich endlich mal traue, das durchzuziehen, eine Custom-Wasserkühlung, zumindest für den Gaming-PC. Das wird auf jeden Fall Sinn machen, beziehungsweise es wird halt cool aussehen. Ich scheue mich immer so ein bisschen davon, beziehungsweise, ja, ich will es nie so wirklich machen, weil, wenn ich dann irgendwie mal was upgraden will, man muss dann halt direkt alles upgraden, ne? Also auch die Wasserkühlung wieder anpassen und was weiß ich, ich will nur eine Grafikkarte wechseln, dann brauche ich natürlich wieder einen Wasserblock für die Grafikkarte und. Deswegen habe ich mich immer davor gedrückt. Wie auch immer, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall hier heute ein bisschen was machen. Mikrofon, Mischpult setze ich drauf, Kabelmanagement eventuell auch noch in diesem Video, weiß ich noch nicht. Wir werden heute auf jeden Fall mal random einfach hier ein bisschen dekorieren, gestalten, machen und tun. Also ab geht's. Was auch ganz wichtig ist, was jetzt hier in mein Setup mit integriert werden muss, ist meine Lampe, Freunde. Ich werde jetzt mal keine Namen nennen, damit ich hier wieder nicht irgendwo Werbung reinschreiben muss, denn es gibt ja natürlich so ein paar sehr intelligente Menschen, die immer direkt denken, dass wenn hier irgendwo Werbung steht oder so, dass ich direkt eine Million Euro dafür gezahlt kriege, ja. Ist auf jeden Fall nicht so schön, wäre es, wenn es so wäre, Freunde. Aber ich kann euch kurz zu dem Thema was sagen. Sobald ich hier anfange, eben über Marken zu sprechen, muss ich oben irgendwo Werbung einblenden oder Dauerwerbe Sendung oder irgendwie sowas in der Art oder Produktplatzierung oder so, vielleicht mache ich das auch einfach. Vielleicht schreibe ich jetzt am Anfang des Videos P unterstützt durch Produktplatzierung, um einfach sicher zu gehen. Aber wie gesagt, Freunde, nur weil das da oben steht, heißt es nicht, dass ich dafür direkt Geld kriege. Das Ding habe ich jetzt zum Beispiel seit, ich glaube, 3 Jahren oder sowas und benutze ich echt sehr, sehr gerne, weil eben, wie gesagt, das Ding extra so für Monitore entwickelt wurde, gemacht wurde und das klemmt man sich einfach hier drauf, wie so eine Webcam, wenn man das so will. Und dann hat man hier seine Beleuchtung. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und die Beleuchtung, ich weiß gar nicht, die hatte ich, glaube ich, an der Steckdose das letzte Mal. Aber die könnte ich theoretisch auch an meinen PC hier irgendwo connecten. So. Und dann habe ich hier Licht. Und das finde ich auf jeden Fall extrem geil. Man kann Warmlicht machen, man kann kaltes Licht machen. Und es leuchtet halt schön aus. Und man hat, wenn man dann irgendwie nachts da dran sitzt oder sowas, kriegt man nicht so Augenschmerz. Finde ich geil. Jetzt noch das Problem, wo ich mein Mikrofon dran machen soll. Ich weiß auch nicht, Freunde, immer wenn ich hier so stehe, ich meine, Corona hat mir ja schon ein bisschen Bauch gemacht, ne? Aber, guck mal, durch diesen Weitwinkel, Digga, sehe ich hier am Rand immer extrem fett aus. Mach mich doch nicht dicker, als ich bin. Das bin ich, das ist okay. Damit kann ich mich auch zeigen. Auf jeden Fall, Kamera kommt, glaube ich, links. So werde ich das machen, genau, eine Streaming-Kamera hier auf die linke Seite. Das heißt dann das Mikrofon, damit das nicht stört, auf die rechte Seite. Das versuche ich jetzt auch mal kurz. Und ich hoffe auch, Freunde, dass das gut funktioniert, weil ich hatte vorher einen Tisch gehabt, der war nur 60 cm tief und da hat das mit dem Mikrofon locker gereicht. Jetzt ist der Tisch 80 cm tief, ganze 20 cm mehr. Deswegen hoffen wir mal, dass das hier trotzdem genügt und dass das Mikrofon hier hält, wenn ich das hier drauf habe. Werden wir gleich sehen. Was auch auf keinen Fall fehlen darf, ist mein Go XLR, Freunde. Ich habe gesehen, Ava Media hat ein neues Produkt rausgebracht. Das ist quasi sowas wie ein Go XLR integriert mit einem Stream Deck. Sieht sehr interessant aus. Ich habe jetzt allerdings noch nicht vor, mir das irgendwie zu besorgen und das auszuprobieren. Sieht aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant aus. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Go XLR. Lieferschwierigkeiten, seitdem ich das Video damals rausgebracht hatte. Aber das muss auf jeden Fall auch im Setup mit integriert werden. Und ich denke, das werde ich mir hier irgendwo hinstellen. Direkt neben
meinem Echo Show 5. Da kommt irgendwann aber auch noch ein größeres, hatte ich mir eigentlich bestellt, war aber nicht lieferbar. Deswegen, ich denke mal, so ist das auf jeden Fall ganz cool. Werde ich auf jeden Fall auch alles anschließen. Ich habe mir extra beim Umzug alles beschriftet, Freunde. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ich komme mal ein bisschen näher dran. Das ist meine Sauklaue, hier steht GoXLR drauf, Freunde. Damit ich weiß, zu was jedes Kabel gehört. Und ich später nicht wie ein Verrückter suchen muss. Auf jeden Fall gehen mir langsam die Steckplätze unten aus. Da muss ich gucken, dass ich da irgendwie noch eine Mehrfachsteckdose noch unten mit anbringe. Ich habe eigentlich ein paar mitgenommen. Muss ich mal gucken, wo die sind. Und dann stöpsel ich das hier auch alles an. Also Kabelmanagement wird ein Spaß, Freunde. Das sage ich euch. Kabelmanagement wird richtig Spaß machen. Mit Ansage. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ja, so einer hier. Noch eine Mehrfachsteckdose. Das sollte auf jeden Fall reichen. Gut, Freunde, ich habe jetzt alles verkabelt. Zumindest glaube ich, dass ich alles verkabelt habe. Mein GoXLR ist dran, mein Mikrofon ist dran. Ich habe meine Limetric Time hier hinten wieder dran gesetzt, die mir meine Abonnenten anzeigt. Ja, wie hieß das Ding nochmal? Echo Show 5 ist dran, Stream Deck. Und das war's. Wollt ihr jetzt mal die Kabel sehen, Freunde? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber gönnt euch mal die Kabel von eben 2 PCs. Und 3 Monitoren, ja. Das ist das Endergebnis, wenn man Stream tut, Freunde. Dann hat man tatsächlich auch so viele Kabel. Was ich dafür immer sehr gerne nutze, sind einfach Kabelclips, Freunde. Am besten hier so mit 3M Klebestreifen, die natürlich auch nur bedingt halten, komischerweise. Die muss man irgendwie gefühlt erstmal so ein paar Stunden dran lassen, bis man die dann mit Last, dass man dann Kabel durchführen kann, dass sie hier eben nicht abfallen. Aber das mache ich hier alles noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kamera nebenbei laufen lassen soll. Das wird, glaube ich, viel zu lange dauern, bis ich das hier alles verkabel. Ich denke, ich mache diese Kabelclips überall dran, versuche das so gut wie möglich zusammenzufuschteln, damit das eben hier unten irgendwie hier hinten halt alles dran ist, ohne dass man es sieht. Ich bin ein ganzes Stück weitergekommen, Freunde. Ich habe jetzt hier die ganzen Clips dran gemacht und habe das jetzt auch schon so ein bisschen einwirken lassen, beziehungsweise dass der Kleber halt fest kleben kann, weil mir ist aufgefallen, wenn ich die Kabel zu früh dran mache, fällt es irgendwann nach einer Zeit ab. Was ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen will, Freunde, denn ihr seht ja, der Boden ist extrem dreckig. Überall fliegt was rum, überall sind Krümel, überall sind irgendwelche Sachen, keine Ahnung von dem ganzen Umzug jetzt hier. Und dafür habe ich was organisiert, beziehungsweise ich wurde angeschrieben für eine Kooperation von Dreamy. Und da zeige ich euch mal, was ich da bekommen habe. Und zwar, Freunde, habe ich von Dreamy den T30, einen kabellosen Staubsauger bekommen. Sage ich auch nur ganz kurz was zu. Wir haben hier eine echte Carbonstange dran, was ich cool finde. Und ich habe den jetzt seit 3-4 Wochen im Test. Die Frau liebt den. Ich finde ihn auf jeden Fall auch sehr geil. Warum? Man hat eine Wandladestation. Und ganz kurz als Beispiel, wer kennt es nicht, in meiner kleinen Dachgeschosswohnung hatte ich einen Staubsauger mit Kabel. Und da hat das einfach für die ganze Wohnung nicht gereicht. Jetzt haben wir ein riesen Haus hier. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Lust, jedes Mal die Steckdose irgendwo umzustecken und immer so ein riesen Ding mit mir zu schleppen. Deswegen fand ich die Kooperationsanfrage mega und habe das auch direkt angenommen. Und wie gesagt, Frau ist begeistert, ich bin auch begeistert. Was ich auch cool finde, sind die ganzen Aufsätze, die hier mitgeliefert werden. Denn ich habe zum Beispiel auch einen Aufsatz mit einer Bürste, mit einer weichen Bürste, womit ich über die Tastatur gehen kann, womit ich über den Fernseher, über die Monitore gehen kann oder wie auch immer. Und ich ziehe mir keine Kratzer rein. Also wie gesagt, Freunde, ich stehe nicht nur auf so eine Technik, sondern auch auf Haushaltsgeräte, auf so eine Technik finde ich auf jeden Fall extrem geil. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, Freunde, egal was für eine Werbung ich jetzt hier mache, das Kabelmanagement macht sich nicht von alleine. Das Kabelmanagement ist jetzt auch fertig, Freunde. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich habe mir hier sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob es zu dunkel ist. Ich versuche jetzt hier ein bisschen mit dem Licht rumzuspielen, beziehungsweise mit der Helligkeit der Kamera. Ich habe jetzt einfach hier ganz viele Kabelclips dran gesetzt. Ihr seht es hier. Ich habe das jetzt extra auch nicht mitgefilmt, Freunde, weil das war wirklich ekelhafte Arbeit. Und ich habe letztendlich nichts anderes gemacht, als jedes einzelne Kabel von da, wo es halt herkommt, dahin zu führen, wo es halt hin muss. Und ihr seht an manchen Stellen, da habe ich die Clips, da haben die Clips nicht gehalten. Jetzt habe ich es nochmal abgemacht. Das kommt später halt hier nochmal dran. Ich werde für das ein oder andere, wie zum Beispiel hier für den, für das AUX-Kabel, werde ich auch noch ein kürzeres Kabel kaufen, weil das einfach noch vom letzten Setup war und viel zu lang. Oder hier, keine Ahnung, was das jetzt hier nochmal ist. Ist, glaube ich, irgendein Stromkabel. Das kann ich, glaube ich, nicht kürzer kaufen. Aber so ein paar Sachen halt. Ich habe auch irgendwo noch hier das XLR-Kabel. Das ist ganz viel. Das könnte ich jetzt einfach hier drinnen lassen. Aber da werde ich auch noch einige passende Kabel kaufen. Einfach so viel Kabel
oder beziehungsweise in der Größe, dass es halt eben einfach passt, damit ich eben da keine Probleme habe, dass es wirklich genau passend ist. Ansonsten, Freunde, haben wir das jetzt erstmal fertig. Das lasse ich jetzt auch so. Ich habe hier, oder beziehungsweise ihr seht es auch hier, ja, die Dinger, die haben anscheinend angeblich 3M-Kleber drauf, ja. Aber das muss man teilweise echt erstmal hängen lassen, bis es festgeklebt ist. Deswegen mache ich das jetzt auch ab. An vielen Stellen hat es gut gehalten, an manchen Stellen noch nicht. Da muss man das einfach mal dran drücken und einfach, keine Ahnung, einen Tag mal lassen oder so. Wenn man das einen Tag gelassen hat, dann ist auch okay. Was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt die PlayStation auch noch hier. Ich werde jetzt mal hier die Ecke fertig machen. Ich habe gerade auch einen Anruf bekommen, dass in 2 Wochen mein Tisch kommen soll, der dann hier hinkommt. Und es ist ein ganz, ganz spezieller Tisch, Freunde. Genauso wie die Couch. Die Couch und der Tisch, das sind 2 verrückte Sachen. Ich kann es euch nur sagen, da freue ich mich extrem drauf. Der kommt auch in 2 Wochen. Und ich mache jetzt hier quasi die Konsolenecke mal fertig. Mache hier alles hin, zeige euch das Ganze auch nebenbei. Ich mache hier aber erstmal Ordnung. So, ich habe jetzt hier aufgeräumt. Jetzt wird hier noch kurz ein bisschen sauber gemacht. Dafür nehme ich Glasreiniger, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich nutze gefühlt wirklich, um alles zu putzen, immer einfach nur dieses Zeug. Glasreiniger. Das macht alles sauber und damit bin ich auch zufrieden. Ansonsten, was ich euch kurz zeigen wollte, ich habe mir hier so Kabeldurchführungen gekauft, weil dieses Sideboard ist ja so ein schwebendes Sideboard. Das habe ich ja an die Wand festgemacht. So ein TV-Board. Und da komme ich halt mit den Kabeln nirgendwo mehr durch. Und bevor ich das jetzt hier alles über den Tisch mache oder über dieses Möbelstück hier mache, habe ich mir eben hier Löcher reingebaut, habe die hier eingesetzt. Aber ihr könnt es vielleicht hier gut sehen, die Dinger bewegen sich extrem. Hier habe ich jetzt ein bisschen Kleber dran gemacht, habe es auch ein bisschen verkackt, weil mir der Kleber hier so ein bisschen drüber gekommen ist. Da muss ich auch noch gucken, das erkennt man jetzt vielleicht nicht so gut, aber sind so ein bisschen leichte weiße Stellen hier, ob ich das noch wegbekomme. Als Tipp für euch, die Dinger haben 60 mm Durchmesser und die meisten holen sich einen Bohraufsatz auch von 60 mm. um dieses Loch zu bohren. Das ist aber falsch. Ich verlinke euch jetzt was, das habe ich aber erst im Nachhinein gefunden und gekauft. Und zwar ein 59,9 mm Bohraufsatz. Und ich habe einige getestet, auch 59,8 oder ein 59,7. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Richtige. Ich habe ein paar gekauft und geguckt, welches wirklich dafür geeignet ist. Habe in so einer Holzplatte mal Löcher reingemacht, um zu gucken, was passt dann perfekt da rein. Ich verlinke euch das beide, falls ihr das braucht. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, weil da kommt jetzt gleich die Xbox hin, die ganzen Kabel von der Xbox gehen durch, PlayStation, ganze Kabel von PlayStation und so weiter. Das ist auf jeden Fall geil. Jetzt mache ich das Ganze hier sauber, dann kommt die PlayStation, die Xbox drauf und dann schauen wir uns das mal an. Friends, ich habe jetzt die Platte hier sauber gemacht und um diese Aufnahme zu starten, bin ich gerade 20 Mal aufgestanden. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Ich schwitze gerade wie Sau, Freunde. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was vorbereitet, weil jetzt kommt hier, wie gesagt, die Konsolenecke drauf. Dafür habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen, denn, habe ich ja gezeigt, ich möchte hier auf eine Seite, das Ding hat 2 Schubladen, so die Hälfte Xbox, die andere Hälfte PlayStation. Vielleicht irgendwann auch in der Mitte nochmal Nintendo Switch, weil da kommt jetzt eine neue raus, die sehr, sehr interessant wirkt. Aber ich habe jetzt erstmal für die Xbox-Seite, für die Xbox Series X das Xbox-Schild und für die PlayStation 5 das PlayStation-Schild organisiert. Leuchtlogo. Das Ganze kann man hier, ich habe das schon verkabelt, müsste ich jetzt eigentlich nur noch anstecken. So, das leuchtet. So habe ich es mir vorgestellt, Freunde. Also einmal Xbox, einmal PlayStation hier hin. Und jetzt seht ihr auch, wie praktisch es ist, dass ich hier hinten direkt die Kabel rausziehen kann. Dann habe ich aber noch was richtig Cooles entdeckt, Freunde. Von so einem Privatanbieter auf Amazon, der eben genau solche Platten hier verkauft. Und das ist jetzt einmal für die Xbox. Das ist einfach nur Plexiglas. Es ist jetzt, muss ich ehrlich zugeben, warte mal, ist hier noch eine Folie drauf? Ja doch, okay. Ich wollte gerade was sagen. Aber brauche ich doch nicht, weil die Kratzer sind hier nur auf der Folie und sonst nirgendwo anders. Also es ist wirklich kristallklar, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Hier ist einfach nur ein LED-Streifen. Und was bewirkt das? Ganz einfach, das zeige ich euch. Wir können hier die Farben wechseln, das stellt man dann einmal ein. Ich zeige euch das bei der PlayStation von mir aus gerne nochmal. Kabel verlegen wir dann später nochmal schön ordentlich. Aber der Plan ist es, eben die Xbox dann hier drauf zu stellen. So. Standfuß, ein Standfuß für die Xbox quasi, okay? Das ist nichts anderes, einfach nur ein Standfuß. Da kommt dann die Xbox drauf. Und jetzt seht ihr, in der Kamera
wie schön das hier beleuchtet wird. Und dasselbe habe ich auch, oder beziehungsweise gibt es auch für die PlayStation. Jetzt habe ich hier nämlich die PlayStation 5 mit dem blauen Standfuß, was ich richtig nice finde. Und die Xbox mit dem grünen Standfuß. Wenn es hier dunkel ist, sieht das bestimmt auch nochmal anders heftig aus. Was ich noch hatte, ist hier so ein Kopfhörerständer. Das habe ich mir damals mal irgendwann gekauft gehabt. Ich habe mir denselben jetzt nochmal bestellt. Die gibt es aktuell auch noch. Weil ich habe nämlich den originalen Xbox, also das originale Xbox Headset habe ich einmal am Start. Und das kommt auch noch mit einem in mein Setup. So. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstelle, aber vielleicht stelle ich es halt genauso hinters Licht direkt. Ich weiß es noch nicht, muss ich dann schauen, wo ich das am besten hinstelle, aber das sieht doch auch schon ganz cool aus. Und sobald eben der zweite Ständer da ist, habe ich auch das originale PlayStation Headset, was dann halt hier hinkommt. Freunde, ich habe mich gerade noch entschlossen, dass ich hier noch weitere Löcher reinbohre. Ich habe jetzt extra mal den Aufsatz schon draufgepackt. Das ist übrigens der, den ich gemeint habe. Ist einer von Bosch. Ich werde hier und hier noch ein Loch reinmachen, damit ich eben die Kabel, ihr seht es ja hier, von der Xbox und so, damit ich wirklich überall direkt eine Durchführung habe. Und mit der schwarzen Abdeckung fällt es dann letztendlich eh nicht so auf. Finde ich eigentlich gut, finde ich sehr, sehr praktisch. Sowas kann man auch am Tisch machen, um irgendwie Kabel durchzuführen und so. Am Tisch mache ich aber gar nichts, aber hier am Sideboard mache ich mal ein paar Löcher rein. Loch ist drin, Freunde. Ich habe es erstmal mit dem Kreppband eigentlich abgeklebt, damit das nicht so splittert. Schauen wir uns gleich an, ob das geklappt hat. Ich sag euch doch, das Ding ist wirklich ein Segen. Einfach einen anderen Aufsatz drauf und alles wegsaugen. Jetzt schaut euch mal diesen fast sauberen Schnitt an. Das ist super geworden. Jetzt kommt hier die Abdeckung drauf und wie gesagt, diesmal habe ich die gute das gute Loch gemacht. Und ihr seht es, also hier verrutscht nichts, absolut gar nichts. Das Ding kann man halt abnehmen. Das Ding sitzt jetzt wirklich bombenfest und das waren 59,9, glaube ich, der Aufsatz. Passt perfekt, kann man auch abnehmen, wie gesagt, um die Kabel durchzuführen und so. Das ist jetzt auch drin. Jetzt hier hinten noch eins. Und dann sind wir damit auch fertig. Freunde, die Konsolenecke ist jetzt komplett fertig. Schaut es euch nochmal an. Schaut es euch nochmal an. Jetzt habe ich das Ganze auch schön clean gemacht. Hier sind noch Folien dran. Das mache ich ganz zum Schluss ab. Aber schaut euch mal an, wie cool das aussieht einfach. Wir haben jetzt hier einmal die Xbox. Ich zoome mal so ein bisschen ran, dann sieht man das schöner. Mit der Beleuchtung hier unten in grün. Dann das Xbox-Schild an der Seite. Hier das Xbox-Headset auf dem Halter. Und hier drüben PlayStation-Headset. Halterung kommt noch. Und die PlayStation 5. Also ich finde, das sieht wirklich mega krass aus. Später, wenn wir dann eben die Couch noch haben, dann sitzen wir hier hinten und haben dann schön den Blick auf die Konsolenecke. Das heißt, wenn ich mal streame oder wenn ich mal Besuch bekomme, kann einfach jemand hierher kommen oder ich selber streame und suche mir aus, okay, heute spielen wir mal auf der Xbox oder auf der PlayStation. Stream das Ganze, chillen auf der Couch. Also das wird richtig, richtig fresh werden, Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, ich freue mich unnormal, wenn das Ding hier endlich komplett fertig ist. Zu guter Letzt wollte ich eigentlich noch eine Sache machen, und zwar die Nanoleafs. Ihr seht, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Päckchen Nanoleaf, und zwar die sechseckigen. Eigentlich hatte ich vor, das Ganze hier an diese Wand dran zu machen, und zwar da, wo ich das hier so schön gestrichen habe. Hier einmal hin und eventuell hier hinten einmal hin. Jetzt habe ich mir aber auch gedacht, dass es auch ziemlich krass aussehen könnte, wenn ich da die Ecke was hinmache und da neben den PCs halt, also neben dem PC-Setup. Also hier quasi was hin, zack, zack, zack. Das sieht dann halt letztendlich am Ende des Tages keiner außer ich. Und hier was hin. Ich habe genug Nanoleafs, also ich könnte eigentlich mal zählen, ansonsten kann ich auch da, da, da. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich rede wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Freunde. Was nämlich auch noch im Raum steht, ist, ich weiß immer noch nicht, was ich hier hin machen soll. Das wird, wie gesagt, der YouTube-Tisch. Aber was wir mit diesem YouTube-Tisch auf jeden Fall auch ein paar Mal machen werden, ist, wir machen zum Beispiel, ich mache zum Beispiel ein paar schöne Aufnahmen von Produkten. Ja, zack, ihr seht es so hin, her. Und dann muss diese Wand auch irgendeine Besonderheit haben. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich da nicht vielleicht meinen Play-Button klebe, beziehungsweise hänge, wie auch immer, und Nanoleafs dran hänge. Ob das nicht gut aussehen könnte, ich bin mir gar nicht sicher. Ich überlege jetzt mal ein bisschen und dann mache ich sie entweder dran oder ich mache sie heute noch nicht dran. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir was
Und im besten Fall machen wir sie heute dran, dann habt ihr noch ein bisschen mehr zu sehen. Okay, Freunde, ich habe mich entschieden, ich werde die Nano Leafs, auch wenn ihr das jetzt vielleicht gerne gesehen hättet, werde ich jetzt noch nicht dran machen. Die Nano Leafs mache ich ganz zum Schluss, weil ich halt extrem viele habe. Ich habe hier ein 9er-Pack, ein 9er-Pack, noch ein 9er-Pack und noch ein 5er-Pack, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich die hingestellt habe. Irgendwo war noch ein 5er-Pack, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auch nämlich von Goovy diese Lichter hier bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So sieht das Ganze aus. Schaut mal. Und davon habe ich auch zwei bekommen. Die will ich nämlich auch noch irgendwo dran machen. Und genau diese Sachen mache ich einfach ganz zum Schluss. Wenn wirklich alles steht und sitzt, mache ich die Nano Leafs und die von Goovy dran. Aber die Goovy LED Stripes mache ich auf jeden Fall schon vorher. Weil da weiß ich ja ganz genau, wo die hinkommen. Aber so alles, was an die Wand dekorativ drankommt, das sollte man, glaube ich, zum Schluss machen. Macht man ja mit Bildern und sowas auch. Die hängt man auch ganz zum Schluss auf. Vor allem, wenn man noch nicht weiß, wo sie hinkommen. So, ansonsten denke ich sowieso, dass das Video viel zu lange schon geht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Freunde. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten nochmal, in der Videobeschreibung ist eine Playlist. Da seht ihr alle Videos zu diesem Format, zu meinem Gamingzimmer, zum neuen Haus. Könnt ihr gerne abchecken. Und schreibt doch was in die Kommentare, Freunde. Das sage ich in letzter Zeit ganz oft durch die Kommunikation. Durch die Interaktion, besser gesagt, auf meinem Kanal erreichen wir mehr Leute. Also einmal unten in die Kommentare was Nettes schreiben oder ja, seid nicht zu böse, wenn irgendwas anderes sein sollte. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder, Freunde. Euer Ratun. Peace!